Herzlich willkommen zum zweiten Video aus dem Videozyklus zum Arbeitsplatz und den linearen Funktionen. Was für ein Wissen brauchst du bereits? Du solltest bereits wissen, dass eine lineare Funktion die Form f von x ist gleich k mal x plus d hat. K und d sind dabei irgendwelche reellen Zahlen. Außerdem solltest du wissen, dass der Graph einer linearen Funktion die Form einer Geraden annimmt. Wenn dir die beiden Sachen jetzt ein bisschen neu sind oder du da nicht ganz so sicher bist, kannst du dir gerne nochmal das erste Video aus diesem Zyklus, also das letzte Video, was ich gemacht habe, anschauen. Außerdem solltest du wissen, dass die Steigung einer Gerade sich mit einem Steigungsdreieck bestimmen lässt. Es gibt zu Steigungsdreiecken auch ein eigenes Arbeitsblatt, das kannst du dir auch gerne auf unserer Website anschauen. Um was geht es in diesem Video? In diesem Video wollen wir von einem gegebenen Graphen einer linearen Funktion, also von einer Geraden, die dazugehörige Funktionsgleichung bestimmen. Das geht. Und wie das geht, das schauen wir uns gleich an. Das ist das Kasserl am Arbeitsblatt, das wir uns anschauen wollen. Und ich möchte gar nicht zu viel reden. Also wir haben rechts haben wir so eine, die den Graphen von einer linearen Funktion gegeben. Und wir wollen eben diese lineare Funktion aufstellen. Ich will, wie gesagt, nicht so viel sagen. Ich gebe dir einfach die Zeit, dass du das selber probierst. Du hast hier eh ein bisschen Hilfe am Arbeitsblatt. Das heißt, du hast dir 4 Schritte gegeben, die du da rein nach abarbeiten kannst. Und das ultimative Ziel wäre natürlich, dass du gleich auf die Funktionsgleichung kommst. Wenn das nicht geht, wenn du irgendwo hängen bleibst, keine Sorge, ich mache das dann nachher sowieso und zeige dir, wie das geht. Im schlimmsten Fall machst du vielleicht, soweit du kommst, wenn du irgendwo hängen bleibst, kannst du dir nachher die Auflösung anschauen und dann eventuell sogar noch einmal pausieren, während ich erkläre und dann von dort weiterarbeiten, wenn das geht. Also wie gesagt, jetzt 30 Sekunden Zeit zum Pausieren, damit du das mal hier durchdenken kannst. Na gut, fangen wir mit dem ersten Arbeitsauftrag an. Hier steht: Suche 2 Punkte am Graphen, deren Koordinaten du exakt ablesen kannst. Naja, ich sehe hier 3 Punkte, die man relativ genau ablesen kann. Ich sehe diesen Punkt, ich sehe diesen Punkt und ich sehe diesen Punkt. Das sind nämlich so ganzzahlige, Punkte im Koordinatengitter, die man exakt ablesen kann. Also der Punkt ganz rechts unten, der hat die Koordinate 4, minus 1. Der Punkt in der Mitte hat die Koordinate 1, 1. Die Koordinaten 1, 1. Und der Punkt links oben hat die Koordinaten minus 2, 3. Naja, ich nehme mal den Punkt, die beiden Punkte in der Mitte, also links oben und den in der Mitte. Und ich kann hier so das Steigungsdreieck einzeichnen. So. Das ist das hier, ist 2 lang und das hier ist 1, 2, 3 lang. Okay? Genauso gut hätte ich auch hier unten einen Steigungsdreieck einzeichnen können. Ich mache das vielleicht in einer anderen Farbe. Grün zum Beispiel. Ich hätte auch hier einen Steigungsdreieck einzeichnen können. Das ebenfalls 2 lang ist. Und oder 2 hoch geht ist und 3 lang ist. Ich hätte auch ein ganz großes machen können, vom Punkt links oben nach rechts unten. Gut. Hier haben wir irgendwie nichts hinzuschreiben. Wir haben die Punkte gesucht. Ja, das ist erledigt. Wir haben das eingezeichnet. Schritt Nummer 2. Berechne die Steigung k mit dem Differenzenquotient. Und erinnere dich dran, der Differenzenquotient, also ich schreibe mal k ist gleich. Der Differenzenquotient, na was heißt Differenzenquotient? Quotient heißt ein Bruch. Ja, wir müssen irgendwas durchdividieren. Das ist genau, was Quotient bedeutet. Und 2 Differenzen wollen wir durcheinander durchdividieren. Erinnere dich daran, die Steigung einer Gerade ist die Differenz der y-Werte dividiert durch die Differenz der x-Werte. Oder anders aufgeschrieben,
y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1. Okay? Naja, in unserem Fall ist das, zum Beispiel wenn wir das blaue Dreieck anschauen, dann ist ja unser y2, das größere y, gleich 3. Minus, naja, hier unten in der Mitte ist y gleich 1. Und dividiert durch das x2, also das hier ist unser Punkt p2 und das hier ist unser Punkt p1. Die x-Koordinate vom Punkt p2 ist, wenn wir hier schauen, 1, 2 nach links, also minus 2. Und die x-Koordinate vom Punkt p1 ist 1. Das ist von diesem müssen wir, von diesem minus 2 müssen wir nochmal 1 abziehen. Und es ist nicht sehr verwunderlich. Wir haben hier, genau, wir haben hier genau die 2, die wir auch hier haben. Ich habe leider das nicht so eingestellt, dass man den Cursor sehen kann. Das muss ich im nächsten Video vielleicht besser machen. Und wir haben als Delta x minus 3. Das ergibt auch Sinn, dass hier eine negative Zahl rauskommt, weil die Steigung ja negativ ist. Das heißt, das Ganze ist minus 2 Drittel. Okay? Und das ist unser k, also unsere Steigung k. So, Arbeitsauftrag Nummer 3. Da steht, setze k und die Koordinaten von einem Punkt x und f von x in die Gleichung f von x ist gleich k mal x plus d ein. Erinnere dich dran, dass da dieses f von x ist gleich k mal x plus d. Das ist ja genau die Definition einer oder die Form einer linearen Funktion. Naja, das k kennen wir jetzt. Das k ist minus 2 Drittel. Wir kennen auch ein beliebiges x, also wir können ja uns hier irgendein x aussuchen. Und geschickt ist es, sich ein x auszusuchen, wo wir auch schon den Funktionswert kennen. Zum Beispiel könnten wir den Punkt 1, 1 nehmen. Wir können auch den Punkt 4, minus 1 nehmen oder den Punkt hier heroben, minus 2 und 3. Ich verwende jetzt einfach, weil es leichter zu rechnen ist, den Punkt 1, 1, aber ihr könnt hier nehmen, was ihr wollt. Das Ergebnis sollte dasselbe sein. Und wenn ich das hinschreibe, naja, ich schreibe das vielleicht einmal so formell hin, f von 1 ist gleich minus 2 Drittel mal 1, ja, wenn wir für x 1 ansetzen, plus d. Und d kennen wir jetzt noch nicht. Aber d wollen wir herausfinden. Rein zufällig, das ist nicht allgemeingültig, aber in diesem Fall ist f von 1 gleich 1. Okay? Das ist 1 ist gleich, ja, minus 2 Drittel mal 1. Wenn ich irgendwas mal 1 rechne, dann ist das genau dasselbe wie das, mit dem ich gestartet habe. Das heißt, minus 2 Drittel mal 1 bleibt minus 2. Ich schreibe das jetzt so, weil es in der Höhe nicht ausgeht. Plus d. Okay? Und wenn ich die minus 2 Drittel auf die andere Seite bringe, das heißt, ich addiere minus 2 Drittel auf beiden Seiten, dann bleibt mir hier über d ist gleich 1 plus 2 Drittel. Und das sind 5 Drittel. Okay? Das heißt, mein d sind 5 Drittel. Okay? So, was brauchen wir für die lineare Funktion? Wir brauchen ein k, wir brauchen die Steigung und wir brauchen das d. Also das d sagt uns, wie weit oben wir auf der y-Achse die y-Achse schneiden. Wenn wir die beiden Sachen haben, haben wir eindeutig diese lineare Funktion definiert. Naja, wir haben beides gerade ausgerechnet. Wir haben das k im zweiten Schritt ausgerechnet und wir haben das d im dritten Schritt ausgerechnet. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, diese beiden Sachen zusammenzuführen. Und diese Gleichung aus Schritt 3, die gilt ja nicht nur für diesen einen Punkt 1, 1, den wir ausgewählt haben, sondern gilt für
alle Punkte, die auf dieser Geraden liegen. Das heißt, wir können das ganz allgemein schreiben als f von x ist gleich, und hier setze ich jetzt für k die minus 2 Drittel an, minus 2 Drittel mal x plus d. Naja, was war d? Naja, d war 5 Drittel. Und so haben wir es geschafft, von einem gegebenen Funktionsgraphen auf die Funktion selber zu schließen, auf die Funktionsgleichung. Im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie das umgekehrt geht. Also wenn wir die Funktionsgleichung gegeben haben, wie wir dann den Funktionsgraphen aufstellen können. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu dem hier. Allgemein reichen uns eigentlich zwei Punkte, die wir haben. In dem Moment, wo wir zwei Punkte haben, können wir eine Gerade aufstellen. Wenn wir eine Gerade aufstellen können, da ist ja immer eine Geradengleichung damit identifizierbar. Und wenn ich eine Gerade habe, dann kann ich diese Gerade auch als Funktionsgraphen auffassen und dann eine zugehörige Funktionsgleichung aufstellen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss und bis zum nächsten Video.